Die Eurythmie hat das Anliegen, die Welt der uns gestaltenden und erhaltenden Bildekräfte, dem Bewusstsein zu erschließen, den Körper in Einklang mit diesen zu bewegen und dadurch einen lebendigen Austausch mit dieser Welt der Bildekräfte zu bewirken. Die Stabübungen sind eine praktische Vorbereitung und Hilfestellung dafür. Sie bauen aufeinander auf und werden in 6 verschiedenen Videos vorgestellt. In der Alchemie wird das Kupfer nicht nur als Stoff, sondern auch als Prozess, der Kupferprozess, betrachtet. Dieser ist ein inneres Geschehen. Er lässt bildende und harmonisierende Kräfte aus dem Kosmos in uns hereinwirken und erhält uns dadurch gesund, vital und lebendig. Andererseits bildet der Kupferprozess in uns unsere leibliche Sinnesorganisation und dann zusätzlich Sinnesorgane für die Welt der Lebenskräfte, für das nicht äußerlich Greifbare. In der Natur kommt das Kupfer überall auf der Erde vor. Es wird als Erz abgebaut, entweder im Tagebau oder in unterirdischen Minen. Auch im Menschen findet man es überall in kleinen Spuren. Kristallisieren tut das Kupfer, wenn es in reiner Form erscheint, entweder gerne als Engel oder als Drache. Es ist eins der 7 Planetenmetalle und ist der Venus zugeordnet. Der Kupferstab in unseren Händen hilft uns, uns mit den Kupferprozessen und Kupfersinnesprozessen in unserem Innern zu verbinden und von dort aus mit unserem Empfinden und unseren Bewegungen bewusst in die Welt der Elemente, die ätherische Welt, einzutauchen. Bei den Übungen mit dem Kupferstab lernen Sie, den Stab in die Kräfte des Raumes einzuordnen und damit auch sich selber. Die den Körper umgebenden leichte Kräfte im Körper wirksam zu machen, Ihre Sinneswahrnehmung im Rücken zu verfeinern, die autoregulative Feinsensorik Ihrer Hände und Finger von außen her zu führen, eine kommunikative Beziehung zum Umraum herzustellen und loszulassen.